Ja, hallo. Meine erste Frage, könnten Sie sich bitte kurz vorstellen und auch das Projekt, das Sie hier auf der Zero Project Conference vorstellen? Genau. Mein Name ist Stöckel Benjamin. Ich bin 28 Jahre alt und ich arbeite, oder unser Projekt ist ein Projekt zwischen unserer Einrichtung, SLW Sozialen Diensten und der österreichischen Post AG. Also wir sind sozusagen Postpartner. Mein Name ist Rainer Kirchmeier. Ich arbeite ebenfalls für das SLW, Soziale Dienste der Kapuziner. Bis vor kurzem waren Benjamin und ich noch in einem Verhältnis, dass er unser Klient war und jetzt ist er einer meiner Arbeitskollegen. Wenn man jetzt dieses Projekt ansieht, was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Gründe, warum das so erfolgreich ist? Nun ja, weil die österreichische Post und wir uns an einen Tisch gesetzt haben und halt gelernt haben voneinander, dass es halt funktionieren kann. Bitte? Ja, genau. Und Weil wir die Möglichkeit geschaffen haben, dass Menschen mit Mehrfachbehinderungen ebenfalls einen Weg finden in den ersten Arbeitsmarkt. und weil uns auch die Leute von außen entgegenkommen. Also es wird gut angenommen von den Kunden. Wenn man sich überlegt, dieses Projekt in anderen Ländern auch umzusetzen, wo sehen Sie da die Herausforderungen? Also die Herausforderung ist meines Erachtens darin, dass man Leute finden muss, die schon relativ früh darauf vorbereitet werden würden und dass man auch, dass man sich an einen Tisch setzt und dieses Projekt von Anfang an gut durchstrukturiert und das wird dann was. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Ja. Ich kann mich dem Gesagten nur anschließen und wir stehen gerne bereit, um Menschen, die das wiederholen wollen, in anderen Ländern zu unterstützen. Sie finden unsere Kontaktadresse unter www.slw.at. Gut, als letzte Frage wäre dann nur noch, wie sind Ihre Eindrücke von der Zero Project Conference und was ist dann auch Ihr Wunsch an die Zukunft? Ach, also ich finde es sehr toll hier, also sehr schön, dass man halt seine Erfahrungen austauschen kann. Und ich finde, dass das gerade für eine Entwicklung, die sicher noch ansteht, also eine Weiterentwicklung, die steht ja immer wieder, dass es sehr wichtig ist, dass man sich halt trifft und internationale Erfahrungen austauscht. Mir hat sehr gut gefallen, dass man die Probleme in der ganzen Welt sieht und wie an Lösungen gearbeitet wird und auf die Menschen zugegangen wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder dabei sein dürfen, natürlich mit einem neuen Projekt. Super, danke vielmals.